Wir fangen mit den Gästen an. Ihr habt uns hier eine ganz enge Kiste geliefert. Ihr habt keinen Deut nachgegeben bis zum Spielende. Ich sage jetzt mal so, ich bin nicht neutral, weil ich bin Hasbro-Mann, aber ihr hättet euch den Sieg verdient gehabt. Es wäre auch noch schöner gewesen, wenn wir irgendwann nachgelassen hätten. Ich gratuliere Reut zu einem verdienten Sieg. Wenn man ein Tor mehr wirft, dann gewinnt man im Handball nur mal. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe in der Frage an ihn ein Wörtchen vergessen, sorry, das Wort auch. Die hätten sich auch den Sieg verdient gehabt, genauso wie ihr auch ihn verdient gehabt habt. Das war ein Spiel auf das Messer schneide. Das hätten beide Seiten für sich entscheiden können. Ihr habt es für euch entschieden, Marc. Ja, normalerweise kann man keine Spiele gewinnen, die man selber verliert. Und wir waren heute kurz davor, das selber zu verlieren. Es war oder blieb bis zum Ende eng, das war uns klar. Günzburg spielt eine hervorragende Saison, hat eine gute Mannschaft. Aber was wir dann stellenweise für Fehler in der zweiten Halbzeit im Ballvortrag gemacht haben, das gehört sich normalerweise bestraft. Wir hatten das Glück, dass es heute nicht bestraft wurde. Und damit hat man jetzt verdient oder nicht verdient das eine Tor mehr. Fehler gemacht, sagt der Marc, aber dafür Zähne gezeigt, auch im entscheidenden Moment. Ihr habt nicht zugelassen, dass Günzburg euch nochmal überflügelt am Ende. Da habt ihr durchgehalten, Winnie. Ja, wir haben phasenweise das gar nicht schlecht gemacht, denke ich. Also wir haben in der zweiten Halbzeit deutlich aggressiver gedeckt. Wir haben dann auch Ballgewinne gehabt. Aber leider haben wir es uns selber immer wieder kaputt gemacht. Dann, wenn wir die Chance hatten, ein bisschen mehr wegzugehen, haben wir undiszipliniert gespielt, haben teilweise dann wirklich dumme 1-gegen-1-Aktionen oder dumme Aktionen vor einem Angriff genommen, wo wir einfach cleverer werden müssen. Und dann kommt sowas zustande, dass das eine gute Mannschaft ist, dass das kein Spiel ist, wo du ja frei spielen kannst, ist auch klar, weil die halt auch offensiv decken, weil die uns auch unter Druck setzen und da haben wir halt in manchen Situationen dann einfach keine so guten Entscheidungen getroffen und ja, dann musst du halt trotzdem zufrieden sein und ich bin mega zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben und die Jungs haben sich das super erkämpft, super verdient und deswegen freuen wir uns über den Sieg genauso, wie wenn wir jetzt mit 10 gewonnen hätten. Es war das Verfolgerduell heute. Hasbro ist jetzt der engste Verfolger von Erlangen-Burg. Ihr seid jetzt eine Niederlage weiter zurück. Schreckt euch das ab im Kampf um die oberen Plätze? Also mich schreckt überhaupt nie was ab. Ich glaube, dass Erlangen in der Saison schon die stabilste Mannschaft ist. Und dahinter sehe ich Bayreuth und Waldbüttelbrunn. Waldbüttelbrunn hat aktuell halt ein paar Probleme und deswegen tun sie sich momentan schwer, aber die sollte man nicht abschreiben. Marc, wie siehst du es? Der Kampf um die Tabellenspitze, einfach enge Kiste dieses Jahr. Da können 2, 3 Mannschaften, vielleicht sogar 4, am Ende der Meister sein. Das war mir eigentlich vor der Saison schon klar, dass es dieses Jahr sehr eng wird, weil keine Mannschaft so übermäßig stark ist, wie letztes Jahr das HC Erlangen war. Erlangen-Bruck macht das momentan super, die haben einen riesen Lauf, die sind mit Selbstbewusstsein unterwegs, aber der Rest ist genauso wenig schwach. Und ich glaube schon, dass die obere Tabellenhälfte nahezu identisch ist vom Leistungsvermögen. Von daher, die Saison ist noch lang, wir schauen, was passiert. Irgendwas wird passieren. Winnie, du hast das Schlusswort. Was passiert noch bis Weihnachten? Was geht noch ab? Ist noch eine kleine Pause mal zwischendrin, aber was ist jetzt noch so, was bringen die nächsten Wochen? Also die nächsten Wochen bringen uns hoffentlich den ein oder anderen Spieler noch zurück. Der David war heute zum ersten Mal mit im Kader. Ich hoffe, dass bei dem die Verletzungen demnächst aushält. Dann haben wir noch den Niki da sitzen. Wenn der Niki auch noch zurückkommt, haben wir auch noch mal noch einen weiteren Spieler, der zurückkommt. Und ansonsten werden wir versuchen, uns zu verbessern. Von Woche zu Woche. Jetzt fahren wir nach Ismaning. Das wird mit Sicherheit auch nicht einfach. Wir bleiben dabei. Wir wollen die Spiele gewinnen. Wir wollen uns verbessern und wir müssen schauen, dass wir keine Verletzten haben. Dann ist unsere Mannschaft sehr, sehr gut. Das wissen wir und auf die sind wir sehr stolz. Und alles andere ergibt sich während der Woche im Training. Alles klar. Danke an euch. Gratulation nochmal. Danke an euch. Auch Gratulation zum starken Spiel und gute Heimfahrt. Bis demnächst. Schönes Wochenende noch. Bis zum nächsten Heimspiel. Danke.